Hallöchen und schön, dass ihr reingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Elsa spielt Peridot. Und ja, Sky ist immer noch ein Teenager, aber ich habe vor, das in dieser Folge zu ändern. Und apropos Folge, ich werde es jetzt so handhaben, dass die täglichen Folgen mit dieser 15. quasi enden. Und werde immer ein Video raushauen, sobald es irgendwie einen C-Day gibt oder andersweitige Neuigkeiten. Denn ich denke, wenn Blue es dann geschafft hat, erwachsen zu werden, ist quasi mein drittes Peridot erwachsen und ein weiteres Peridot habe ich noch nicht und habe ich eigentlich auch nicht vor bis jetzt. Beziehungsweise zeitnah zu holen. Was noch nicht ist, kann zwar noch werden, aber ihr wisst, was ich meine. Ich möchte erstmal daran arbeiten, dass ich diese irisierende Textur freischalte. So, hier. Für dich, Sky. Ich denke, dass die Erwachsenenstufe dann eigentlich durchaus ein gelungener Abschluss ist für diese kleine Elsa-Spiel-Peridot-Reihenfolge, aber wie ich schon sagte, sobald es dann weitere Infos gibt. Ach so, du bist schon ausgewachsen? Nanu? Dann müsstest du doch gleich wachsen. Ah, Leute, es ist soweit. Ich wollte schon sagen, na dann, gucken wir uns an, wie Sky endlich erwachsen wird. Oh mein Gott, sie ist so hübsch. Sie wird hübsch, denke ich mal. Oh Gott, ist sie schön, oder? Okay, klasse, Sky ist nun erwachsen und kann sich mit passenden Peridots in Habitaten paaren. Das ist super und oh Gott, wie schnulzig. Sky trällert ein sentimentales Lied. Oh mein Gott, ist das niedlich. Du bist ein kleiner Romantiker oder eine kleine Romantikerin. So. Ein bisschen was für meine Erfahrungspunkte habe ich auch getan. Road to 17 oder sowas in der Art. Und ich würde sagen, wir spielen noch ein bisschen mit Sky. Tja. Also, das Akkuproblem, das ist leider immer noch beständig und das Handy wird auch immer noch ziemlich warm. Ich hoffe, dass da irgendwie mal was geschieht und bin auch gespannt, wie dann der nächste Seeder ist. Das Einzige, was ich dann auch mitgekriegt habe, man konnte vielleicht ziemlich gut leveln bei dem Seeder. Aber ansonsten, naja, also die Peridots konnte man eigentlich ganz gut leveln. Puh. Möchtest du noch eine Tomate? Hier ist noch eine Tomate. Fang! Und komm mal her, Sky. Komm her, Sky. Sky, komm her. Ich brauche ein hübsches Foto von dir. Ups, wie du erwachsen bist. Und? Oh Gott. Kannst du auch schweben? Sky sitzt erstmal rum. Aber es sieht auch total niedlich aus, oder? Oh, komm schon. Oh ja, das ist das, was ich wollte. Ah. Zeig doch mal alles von dir. Hi. Hi. Geht doch. Na bitte. Super schön. So, das kleine Fotoshooting haben wir jetzt auch erledigt. Noch ein bisschen was suchen. Noch eine Tomate. Und wir werden noch ein bisschen halt spielen. So. Perfekt. Nochmal. Ich weiß gar nicht, was sagt denn eigentlich mein Buch? Was sagen denn eigentlich meine Quests? Dreimal Tricks üben? Das können wir ruhig noch machen. Beziehungsweise noch einmal einen Trick üben. Und dann wird es gleich nochmal gestreichelt.
so, oh Gott. Wo ist sie denn? Da ist sie, okay. Ja, das hält mir. Ja, ja, das Feedback würde ich gerne geben, aber nicht in dieser Folge. Macht sich schlecht, macht sich unglaublich schlecht. Na, Baby! So. Okay. Noch ein bisschen streicheln? Nein, komm doch mal her. Komm mal her, Sky. Sky? Fei. Feines Baby. Feines Baby. Gott, bist du süß. Du bist so hübsch. So unglaublich hübsch. So, dann haben wir noch eine hübsche Quest fertig. Und ja, Sky zieht gerade einen ein. Und ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Reinschalten. Und bis zum nächsten Mal, sobald es neue Infos gibt oder einen C-Day oder anderes Wissenswertes, werde ich ein neues Video hochladen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.